Hallo YouTube, hallo Freunde. Heute ist Montag, der 22. Februar 2021 und ich stehe hier mit meinem Fahrrad am Südufer des Dümmersee. Der Dümmersee soll allerdings heute nicht das Ziel meiner Radtour sein, sondern ich mache eine Zweiländertour. Zweiländertour? Wie kann das denn angehen? Ich stehe hier noch auf niedersächsischem Gebiet und im Verlauf meiner Radtour fahre ich bis nach Bad Essen und kreuze dabei auch die Grenze nach Nordrhein-Westfalen. Deshalb Zweiländertour. Es gibt eine schöne Rundtour bis Bad Essen und zurück. Und wenn du Lust hast, mich zu begleiten, dann bleib doch einfach dran. Ich stehe hier im Ochsenmoor. Das ist ein 1000 Hektar großes, wiedervernässtes Grünfeuchtlandgebiet auf Niedermoor. Das ist seit 1993 Naturschutzgebiet und Brut- und Rastplatz für ganz viele Vogelarten. Kann man hier im Hintergrund auch hören. Ich weiß nicht, ob du das hören kannst. Also hier steht auf jeden Fall der ganze Wald unter Wasser. Ich war hier im letzten Herbst schon mal. Da war es auch feucht, aber nicht so. Ja, also ist tatsächlich auch ein Moorgebiet und dahinter sind dann Wiesen. Und da fahren wir jetzt mal durch. Ja, das war jetzt also die faszinierende Welt des sehr vernässten Ochsenmoorpolder. Das ist echt ein Paradies für die ganzen Wasservögel. Also was man da an Vogelstimmen gehört und was man da an Schwärmen gesehen hat und was auf dem Wasser schwimmt, ist unglaublich. Ich bin heute übrigens zur Abwechslung und sehr seltenerweise mal mit dem Pedelec unterwegs. Ich bin gestern das erste Mal nach fast 4-monatiger Abstinenz vom Radfahren wieder auf dem Rad gesessen und habe mit Lucy eine 40 Kilometer Einrollrunde bei uns in der Gegend absolviert. Da ging es auch ganz gut hoch und runter. Das hat mir dann auch erstmal gereicht. Und da meine heutige Tour knapp 90 Kilometer lang ist und ich erst jetzt mittags gestartet bin, habe ich es doch vorgezogen, Motorunterstützung zu Hilfe zu nehmen. Da bin ich mir heute mal nicht zu schade zu. Es hieß, der Wind weht schwach aus Süd. Ich hatte eben ganz schön Südwind von vorne und ja, ich glaube, reden während der Fahrt wäre nicht gerade erfolgreich gewesen. Ich habe nämlich heute mir Lucys 8er GoPro ausgeliehen. Vielen Dank dafür, mein lieber Lucy. Und habe sie nur mit dem Schaumstoffcase verkleidet und aufs externe Mikrofon verzichtet, weil das immer an der 7er dazu führt, dass ich anfangs erstmal Stummfilm habe und immer die ersten 5 Sekunden jeder Szene rausschneiden muss. Das bin ich langsam dran. Der Schäferhof. Hier sieht man schon die Schafe auf der Weide. Mit jede Menge Heu nach dem Schuppen. Ist ein Landschaftsfliege, eine Landschaftsfliegeschäferei und widmet sich der Zucht der Diepholzer Moorschnucken. Oh, da steht ein Storch. Seht ihr den auch? Thank you.
Diese Zwei-Länder-Route hat keine durchgehende Ausschilderung, deshalb habe ich mir den Track runtergeladen und navigiere hier mit meinem Garmin Oregon 700. Ich stehe hier an der Römerbrücke bei Hunteburg. Die Römerbrücke wurde aber keineswegs von den Römern erbaut, sondern um 1700 ungefähr aus Bruchstein. Und es ist eine Doppelbogenbrücke. Die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Hier steht auch eine Tafel vom Geopark Terra Vita. Die Terra Treks, das sind die etwas größeren Wanderungen, die habe ich mir eigentlich auch mal für dieses Jahr vorgenommen, die werde ich nie alle schaffen. Es ist ja auch immer eine etwas weitere Anreise für mich, je nachdem wo sie starten. Hier wäre ich noch recht nah dran. Das wäre jetzt einer, ein Terra Trek Streithorst, 4 Kilometer, dafür ging nicht los. Hier wäre etwas abseits meiner Route eine richtig große Schützhütte gewesen und ein Grillplatz mit Bänken, da hätte ich schön sitzen können, aber das ist mir ehrlich gesagt noch zu früh. Mein Picknick, habe ich gedacht, das nehme ich in Bad Essen ein, da gibt es auch viele schöne Plätze. Ich laufe nicht zu euch rein. So, 12 Uhr mittags ist durch, jetzt wird es langsam wieder warm. Gestern Nachmittag sind wir tatsächlich im T-Shirt auf dem Rad gesessen. Das war wunderbar. Ich denke, das kann ich nachher auch noch tun, aber im Moment behalte ich die Jacke noch ein bisschen an. Am Dümmerfroren war es noch richtig schattig und heute Nacht hat es auch gefroren, mein Auto war zugefroren. Ich brauchte aber nicht kratzen, weil ich spät genug losgefahren bin. Da kommt eine Bank an der Kriegsgräberstätte. Dann nehme ich mal eben Platz und trinke einen Schluck. Da ist die ganze Tour drauf. Bis auf wenige Abschnitte auf Landstraßen führt das alles über Nebenstraßen. Hatte ich eben noch gesagt, führt größtenteils auf kleinen Nebenstraßen die Strecke. Jetzt habe ich tatsächlich mal ein paar Kilometer neben einer Landstraße, aber es ist nicht schlimm, weil es ist ein sehr schöner, glatter Radweg. Hier werden auf der Wiese neue Masten aufgestellt. Als wenn hier nicht schon genug Leitungen wären. Ein echter Mastenwald. Ein
eine noch recht junge Allee. Die will erst noch mal groß werden. Jetzt mal noch mal einen Blick hinter die Mauer hier. Hier blühen die Schneeglöckchen so schön. Zwei große Grabplatten, würde ich meinen. Die Gutsanlage. Nach der Überquerung einer vielbefahrenen Straße fahre ich hier jetzt durch so eine kleine Allee. Da stand eben Schild und das ist der alte Kirchweg. Hier ging man dann wohl früher nach oben zur Kirche. Die Bienen sind unterwegs und freuen sich über die blühende Krokusse. Tatsächlich ein Schiff auf dem Kanal. So, ich hang nämlich hier durch ruhige Wohnstraßen noch was essen rein. Dort würde mich mein Weg eigentlich auch so wieder rausführen. Aber ich möchte Picknick machen. Und deshalb habe ich vor, einen passenden Platz zu suchen. Da gibt es ein Sohleberg. Und ich meine mich zu erinnern, dass es da auch Bänke gibt. So, ich bin hier jetzt am Sohlewerk angekommen und ein Sohlegradierwerk der ganz besonderen Art. Nennt sich Sohl Arena. Eben Leute, sonst hätte ich euch das noch genauer gezeigt. Innen drin ist noch so ein dampfender Kessel, da kann man sich drumherum gruppieren. So, ich suche mir jetzt mal ein Bänkchen. So, ich wollte eben eigentlich mein Picknick filmen.
Aber ich habe mich die ganze Zeit sehr nett mit einer Dame, die auch mit dem Fahrrad hier war, unterhalten. Und währenddessen habe ich alles aufgegessen, was denn so zu verzehren war. Und gleich geht's mal weiter. Das ist jetzt hier fast Halbzeit. Und ich sehe da mal zu, dass ich wieder Richtung Dümmer komme. Wunderschön hier zu sitzen auf der Bank. Das letzte, was ich noch habe, sind Paradieschen. Die müssen jetzt auch noch dran glauben. Das ist die Burg Wittlage. Das ist hier zwar nicht meine Strecke, aber ich fahre immer eben ran. Da wäre ich doch fast falsch gefahren. Hier runter geht's. Ein Stück am Kanal entlang. Oder auch nicht. Der Track führt hier unten am Wald entlang. Sehr viel Fachwerk hier. Jetzt habe ich übrigens den Wind von hinten. Das macht mich auf den Tacho ganz gut bemerkbar. Ich hätte hier übers Gelände fahren sollen. Achtung, Baustelle, betreten verboten. Das Tor ist verrammelt. Jetzt muss ich irgendwie aus dem Zug fahren. Und komme halt nicht aufs Gelände. Dann nähern wir uns der Firma Rila Feinkostimporte. Und die haben zusätzlich angelegt einen richtigen Gartenpark im mediterranen Stil. Leider hat das Ganze eh im Montags geschlossen und gerade wegen Corona sowieso. Da muss ich mal hin an einem anderen Wochentag. Und dann fährt man gleich übers Gelände. Dann gucke ich mir die Anlage doch mal mit dem Fahrrad an. Da gibt es ein Restaurant. Patio hier. Nachempfunden Parina Cota im Altiplano Chile. Afrikanischer Garten. Thank you.
Das ist ja schön, dass ich hier doch noch rein konnte. Die Tür steht nur auf, weil da Bauarbeiten sind. Ja, so ganz anders als zu Hause, aber irgendwie toll gemacht. Und auch hier die Firmenanlage selber. Sehr originell. Kam dann eben ein junger Mann auf einen kleinen Traktor, den habe ich gefragt, ob ich überhaupt drauf darf. Der sagte eigentlich nicht, eigentlich ist geschlossen, aber die Tore stehen auf, weil sie gerade am Arbeiten sind. Und er hat mich gelassen. Das fand ich nett. Hier durch die kleine Ortschaft Wunder. Da stand eben ein Hinweisschild, hier hat auch früher Bergbau stattgefunden. Das ist auch schon das Ende meiner heutigen Radtour. Ich stehe jetzt hier gegenüber des Parkplatzes. Hinter mir ist der Dümmer. Ich halte es mal rauf. Vielleicht kann man ihn in der Ferne erkennen. Es war eine schöne Radtour. Mir hat es gefallen. Wenn ich Punkte vergeben sollte auf der Skala von 1 bis 10, würde ich 7,5 vergeben. Ein Punkt ziehe ich ab für die nicht vorhandene Themenbeschilderung. Unbedingt den GPX-Track runterladen und danach fahren. Ich verlinke euch den auch in der Beschreibung. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen will, der sollte das tun, dies ab und nach Wohmte tun, denn dort hält ein Regionalexpress. Und die Tour war insofern schön, weil sie sehr viel auf Nebenstraßen und wenig befahrenen Straßen verläuft, aber dann doch vor allem durch die Ortschaften Anteile an viel befahrenen Straßen hat, wo manchmal eben auch kein Radweg war. Das war jetzt nicht so schön. Deshalb 2,5 Punkte insgesamt Abzug, aber 7,5 gebe ich der Tour. Das Wetter war heute nicht ganz so genial wie gestern, aber egal, so müsste ich nicht so schwitzen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und du darfst mir natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht warst du hier schon mal in dieser Gegend und hast was dazu zu sagen. Und falls du es noch nicht hast, darfst du mir auch gerne ganz umsonst ein Abo dalassen. Und bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Tschüss, eure Karin. Dafür habe ich die Trailer angezogen.